Hi, ich bin Hanna von Natürlich Familie und heute zeige ich euch einige Möglichkeiten, eure Periode nachhaltiger zu gestalten. Die wiederverwendbaren Monatshygieneprodukte sind nachhaltig, preiswert und schadstofffrei. Du hast die Wahl und kannst dir eine Alternative aussuchen, welche zu dir passt. Es gibt Menstruationstassen, wiederverwendbare Tampons und Stoffbinden. Wir haben hier verschiedene Beispiele für Menstruationstassen aus medizinischem Silikon. Alle haben verschiedene Größen, Farben und Formen. Die richtige Tasse bietet dir sicheren Schutz für bis zu 12 Stunden, ohne dass du sie wechseln musst. Sie sind auch komplett unsichtbar und kommen ohne ein Rückholbändchen oder ähnliches aus. Unter anderem deshalb sind sie sehr beliebt. Vor der ersten Nutzung sollte die Tasse 15 Minuten lang ausgekocht werden, um eventuelle Produktionsrückstände, Staub oder ähnliches zu entfernen. Zur Reinigung wird die Tasse mit kochendem Wasser sterilisiert, um Bakterien und andere Störenfriede abzutöten. Du kannst die Tasse aber auch mühelos mit Desinfektionsspray, in einem Dampfreinigungsbecher oder auch mit Reinigungstüchern sauber machen. Das Desinfektionsspray und die Reinigungstücher sind auch ideal für unterwegs. Vor dem Einführen muss die Tasse gefaltet werden, wobei es verschiedene Möglichkeiten gibt. Die Tasse sollte vor deinem Muttermund sitzen, damit auch alles aufgefangen werden kann. Hast du die Tasse richtig eingeführt, spürst du ein leichtes Aufploppen, das dir anzeigt, dass sich die Tasse vollständig entfaltet hat. Um die Tasse herauszunehmen und zu leeren, greife nach ihr und ziehe sie vorsichtig raus. Bitte niemals einfach an der Tasse, am Stiel oder am Ring ziehen. Diese dienen nur zur Orientierung. Löse zuerst immer den entstandenen Unterdruck, indem du die Tasse seitlich mit einem Finger eindrückst und Luft hineinlässt. Vergisst du dies, kann das Entfernen schmerzhaft sein. Diese wiederverwendbaren Tampons sind eine natürliche Zero-Waste-Alternative für alle Frauen, die während ihrer Periode nicht auf den Komfort von Tampons verzichten wollen. Es gibt sie in Bunt- oder Unifarben, sowie in verschiedenen Größen. Hier habe ich einen geöffneten Tampon, der bereits gewaschen und getrocknet wurde. Jetzt kann ich ihn einfach zusammenrollen und verknoten. Dabei solltest du jedoch nicht mehr als einen Knoten machen, da sie sich ansonsten nach der Nutzung nur schwer wieder lösen lassen. Zur Aufbewahrung bis zum nächsten Waschgang kannst du eine kleine Nasstasche benutzen. Auch unterwegs kannst du den Tampon einfach in die Nasstasche verstauen und zu Hause auswaschen. Damenbinden und Slip-Einlagen aus Stoff sind saugstärker als Wegwerfbinden und müssen daher weniger häufig gewechselt werden. Sie können mit den Druckknöpfen an ihren Flügeln an der Unterwäsche befestigt werden. Es gibt sie in den Größen S, M, L und XL. Diese unterscheiden sich auch je nach Hersteller. Nach dem Gebrauch solltest du sie in kaltem Wasser auswaschen. Später kannst du sie dann in der Waschmaschine bei maximal 60 Grad waschen. Für unterwegs oder zum Aufbewahren bis zum Waschtag kannst du eine Nasstasche benutzen. Genaueres zu den verschiedenen Größen und Materialien von Stoffbinden kannst du in einem anderen Video erfahren. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen und lass uns bei Fragen gerne einen Kommentar da.